Herzlich willkommen zur nächsten Splash 2 Folge. Und ja, wir gucken uns erstmal die Splitfest-Ergebnisse an. Und dann werden noch 4 Runden gemacht. Jo, hey, da sind wir wieder, blablabla. Ja. So, ja, das ist. Ja, finden wir es raus. Es gibt jetzt Nachkommastellen. Lol. Okay. Es gibt jetzt Nachkommastellen. Leo war beliebter. Achso. Ach nein, ich freue mich so. Okay, kommen wir zum Wichtigsten. Ja, beliebter ist nicht alles. Ja. Und die meisten Siege hat Team Raff. Und ich habe gewonnen und das Splitfest. Team Raff hat gewonnen. Es gibt jetzt Nachkommastellen. Komisch, komisch, komisch. Okay, ja. Okay, Team Raff hat insgesamt gewonnen. Ein Ergebnis. Hier, wie die da noch so lange rummachen, obwohl es ja klar ist, wer es ist. Also ich meine, man kann ja wohl sie ausmalen bei 2 zu 1, wer da gewonnen hat. Ja. Turtle Power, nein! Team Raff ganz radikal, stopft euch in den Kanal. Alles klar, okay. Coole Sprüche habt ihr ja schon mal nicht drauf. Ja, mein Team hat gewonnen, Team Raff hat gewonnen. Wir sehen uns gleich bei... Obwohl... Wir sehen uns jetzt hat in 5 Sekunden, 10 Sekunden. Ja gut, das muss ich jetzt nicht mehr wegcutten. Ja, denn jetzt halt kriege ich noch die Supermuscheln, nachdem die Störwerft noch gezeigt wurde. Ja, bliblablub. Und Berg GmbH. Ja. Ja, ihr seid cool, wir sind Tanker cool. Was? Ja, ihr seid cool, wir sind Tanker cool. Ja, toll. Cool. Ich weiß. Danke. Und? Glorreicher... Stimmt, 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 stimmt. Ich bin nicht mehr Fanclub-Leiter geworden. Das lag daran, dass ich... Ich habe ja einen Stream gemacht. Oh lol, die Maus... Okay, ich weiß nicht, die Maus reagiert nicht. Vor allem die Maus. Infinity War, den habe ich gesehen. Okay, Spoiler halt. So, ja, auf jeden Fall. Ja, die haben ein paar Probleme... Ich würde sagen, mal ein Standardkampf. Und ja, also Internetprobleme, Lags, was weiß ich alles. Also ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es gab ein paar Internetprobleme. Und dadurch wurde zum einen die letzte Runde abgebrochen, wodurch sie halt, ja, dann nicht mehr gewertet wurde. Und ja, ich wurde glorreicher Fan. Es wurden insgesamt, glaube ich, vom ganzen Stream, ich habe eine Stunde gestreamt, könnt ihr euch im Nachhinein gerne noch angucken. Aber 4 Runden wurden, glaube ich, also innerhalb von einer Stunde wurden, glaube ich, 4 Runden abgebrochen. Wir haben 3 Roller, okay. Also 4 Runden, ja, wurde dann nicht gezeigt, wer halt jetzt habe ich keine Punkte bekommen, so rum. Wie er angreift und sich dann... Er hat es auf jeden Fall noch geschafft, sich rechtzeitig noch zu drehen, sodass er mich noch erwischen konnte. Naja, gut. Was soll's. Und ich habe das Gefühl, dass der jetzt... Hallo? Wieso habe ich den nicht mehr erwischt? Den Kontrablaster? Bitte, danke, Roller. Carbon-Roller war es auf jeden Fall. Ja, gut. Naja. Warte, ist hier jemand? Ne, da ist jemand. So. Okay, haben wir uns selbst eliminiert. Geht ja auch. Ja.
wieso ist dann jetzt? Weil war das die Per. Ich glaube, das war der oder die, die oben war. Hm. Gut, so kann man die Gegner halt auch platt machen. Nein, hätte ich fast noch bekommen. MD-Hashtag 9903. Was war das für ein Carbon-Roller? Was hat er gerade gemacht? Hätte locker noch bekommen können. Aber nee, hat er irgendwie keinen Bock mehr. Okay. Na gut, der andere Carbon-Roller hat dafür noch gut eingefärbt. Hm. Naja, was soll's. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der zweiten Runde. Bis gleich. Und wir sind auf der Buckelwallpiste in der zweiten Runde. Und ja. Hm. Machen wir mal ein bisschen Gegner besiegen. Oder zumindest versuchen. Und die geile Musik ist wieder da. Die ich so cool finde. Habe ich schon das ein oder andere Mal eventuell erwähnt. Komm. Oh, oh Gott. Wie spielt der denn? Wieso verwirrt, dass er zurückgekommen ist? So. Oh, ich darf vielleicht hingucken, wo ich nicht roll. Was ist jetzt eigentlich mit diesem Carbon-Roller? Offensichtlich down. Und hier ist alles noch nicht wirklich eingefärbt. Ja gut. Warte, man kann ja den hier machen, gell? Ja. Kleiner Trick, also einfach. Der spielt so seltsam. Und wieso weiß jetzt nicht mein Kill? Kam. Oh! Schade. Hier ist noch nicht so gut eingefärbt. So. Ich finde die Musik, wie gesagt, sehr cool. Habe ich schon das ein oder andere Mal eventuell erwähnt. Und wieso war das jetzt noch mein Kill? Also. Nicht, dass ich mich jetzt beschweren will, aber dafür waren das jetzt nicht meine Kills. Ja, gut. Warte, wo kommt der runter? Ich würde sagen, ich gehe mal hier rüber und werde mal gucken, was die hier hinten so machen. Na? Gut, dann rolle ich hier einfach mal ganz normal lang. Und, oh Gott. Jetzt habe ich echt ganz normal diese Rollerspielchen machen, die ich eigentlich nicht mag. Ah! Ich will doch nur meine eigene Tinte. Danke sehr. Ich mag diese Rollerspielchen nämlich nicht. Wo man, keine Ahnung, wo man als langsamer Roller die schnell hinterherrollen muss, weil man, die sonst viel mehr eingefärbt haben. Ja gut, 58,4 zu 28,6%. Perfekto. Und ja, das nächste Splatfest ist in 2 Wochen, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. 14 Kills, ganz okay. Ja, und die Gegner, oh Gott, die hatten richtig wenig Kills. Ich glaube, die hatten zusammen 6 Kills. Also 3, 2 und 1. 3, 2, 1, 0. So war es auch von oben nach unten, glaube ich. Ich weiß aber nicht. Okay. Wir sehen uns gleich in der dritten Runde. Ja. Also ich
bin der vom Level her der zweithöchste. Nur dieser. Oh Gott, wenigstens. Dieser Yi ist Level 1. Und der MT ist, Gott, die haben, glaube ich, alle gerade mal maximal Level 25 in meinem Team. Der Yi ist Level 1 und. Und der hier, den ich jetzt gerade gekillt habe, ist Level 95. Ich glaube, 95 war es. Und The Gamer ist Level 35. Ist der einzige, der auch noch ein bisschen höher ist. Was habe ich? Ach so. Gott, kann ich bitte aufhören? Danke. Okay. Dann. Keine Tinte? Ja, gut. Okay. Was? Nein, ich dachte, dass er mich eventuell nicht mehr rechtzeitig bekommt. Und ja, dann hätte ich ihn auf jeden Fall gehabt. Okay, wir haben auf jeden Fall Leute, die alle nicht gerade gut sind. Also zumindest der Hauptteil. Ah Mann, dieses Herumrollen, was ich eigentlich nicht mag. Weil es eben nicht gut ist. Zum Einfärben ist es okay, aber sonst... ja... Roll, roll, roll. Ich roll noch mehr als sonst schon, weil die einfach nirgendwo was eingefärbt haben. Aber ich mit komischen Leuten spiele, die irgendwie es nicht für nötig halten, hier einzufärben. Warte, wo sind die? Wo genau sind die Gegner jetzt alle? Also ich meine, ich habe meine Ulti bereit, von daher... Was machen die alle? Also was macht mein Team und was machen die Gegner? Ich verstehe beide Parteien nicht. Verstehe die... Die Gegner spielen komisch und mein Team spielt total komisch. Oh, sterb doch bitte. Danke, jetzt kann ich zwar da oben nicht mehr einfärben, aber gut. Naja, dann würde ich sagen, muss ich hier halt hinten noch ein bisschen einfärben. Ist alles nicht wirklich, wirklich alles nicht gut eingefärbt. Oh Gott! Ich gehe erstmal in den Tod von allem rein. Und wieso hat das jetzt nicht gewonnen hättet? Ich verstehe es nicht, aber mein Gott, was... Ah, ich verstehe es nicht. Dann würde ich sagen... Ja, noch ein bisschen eingefärbt. Es läuft ganz okay. 47,3 zu 41,0. Ja, ganz okay, wie gesagt. So, dann würde ich auch schon sagen, sehen wir uns nach ganzen Ergebnissen und so weiter. Und der Yi hat 0 eingefärbt, 0 Kills und nochmal die Ulti eingesetzt. Ja, gut. Ja, nur mein Ulti eingesetzt versteht sich dann auch von selbst. Ich glaube, der hat einfach einen Disconnect. Oder er hat sich aber nicht er ist einfach nur rumgelaufen. Naja. Gut, wir sehen uns gleich in der letzten Runde. Und da sind wir auf der Tümmler-Kuppel und ich glaube, dieser Yi, also er hatte keinen Disconnect, weil er ist jetzt auch in der nächsten Runde, in der Runde jetzt dabei. Und er ist in meinem Team. Ich glaube, er weiß aber nicht, wie man schießt. Bewegen tut er sich ja. Oh Gott. Da sieht man, mit was für Leuten man mittlerweile ins Platoon in die Runde kommt. Mit Leuten, die nicht mal wissen, wie man schießt. Ja gut. Also ich meine, herauszufinden, wie man schießt, sollte jetzt wirklich nicht das größte Problem sein. So. Und Leute, die vom Regen sterben. Warte, war das? Das war der. Danke, dass du extra lange im Regen bleibst, damit du auch noch schön stirbst. Hat's jetzt gebraucht. Ja, wenigstens habe ich ihn noch bekommen. Ach.
darf man hier noch so schön einfärben? Irgendwie, keine Ahnung. Das Gefühl, dass ich nur mit Leuten im Team bin, die alle nicht einfärben. Gut, dieser Empty-Typ ist vom Level relativ hoch, der wird auch einfärben. Aber wer weiß. Wer sind die? Moment. Ich glaube, ich sollte mal... denen mal einen Besuch abstatten hier allen. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, der Klecksroller spielt sich irgendwie anders. Egal. So. Da war er eigentlich schon down. Oh, doch, hier hat er rausgefunden, wie man schießt. Er hat zwar herausgefunden, wie man schießt, stirbt aber. Dafür haben die alle nicht herausgefunden, wie man gut spielt. Danke! Danke, Roller! Danke, Carbon-Roller! Ich glaube, das war der Carbon-Roller. So, oh Gott, jetzt konnte ich mich gerade nicht bewegen. Aber ich dachte, der Gegner schon Tinte. Gut, das war's dann mit den Runden. Joa. 62,5 zu 64,0. Ich glaube, die. Also. Irgendwie gewinne ich viele Runden mittlerweile sehr hoch. Vor allem in Splatfest waren zwei Runden, wie, keine Ahnung, hatten die Gegner nur 15% oder so. 10%, was weiß ich. Das weiß gar nicht, wie gut der Yee gerade war. Aber er hat auf jeden Fall eingefärbt. Okay, dann würde ich sagen, ja, war's mit diesem Part. Habt noch einen schönen Tag, macht's gut und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Ja, oder was weiß ich. Beim nächsten Stream. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Bis zur nächsten Folge und ciao.